Ich taste mich langsam in Richtung Heimat. Ich habe 2 Nächte vor den Kassen verbracht in der Wartespur, weil die Fähre aufgrund von technischen Problemen nicht gefahren ist. Jetzt stehe ich zumindest schon mal hinter den Kassen. Allerdings in der Warteschleife, weil ich natürlich kein Ticket gekauft habe. Ich wusste ja gar nicht, wann ich denn nun fahre und deshalb habe ich im Vorwege nichts gebucht. Jetzt stehe ich in der Warteschleife und muss also gucken, ob überhaupt jetzt um 8 Uhr noch ein Platz für mich frei wird. Da hinten steht auch schon ein Auto, sehe ich gerade. Aber bleiben wir mal zuversichtlich, es ist ja noch eine knappe Stunde Zeit. Na, das sieht doch gut aus. Nachdem die junge Dame von der Kasse dann noch hinter mir hergelaufen ist, um mir mein Ticket noch nachzureichen, scheint jetzt alles im Lot zu sein. Und ja, so wie es aussieht, werde ich dann in 3 Stunden, gut 3 Stunden in Dänemark sein. Ist immer wieder faszinierend, was für Automassen doch auf so ein Schiff raufgehen. Unglaublich. Ja, die machen das aber auch spannend. Jetzt bin ich tatsächlich der Letzte, der hier aufs Boot fährt. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, meine Fähre für mich alleine zu haben. Wir sind also tatsächlich in Dänemark angekommen. Vor mir ist schon alles frei, das ganze Deck ist schon leer, aber mein Wagen und auch die LKW hinter mir natürlich sowieso, die sind viel zu hoch, um hier unter diesem Deck durchzufahren. Und deshalb wird diese ganze Chose gleich nach oben gefahren, wenn das obere Deck leer ist. Und dann können wir direkt auch raus. Ein Wunder der Technik. Da bin ich nun also im platten, aber immerhin sonnigen Dänemark gelandet, nach einigen Komplikationen. Landschaftlich kann mich das nach den letzten Wochen in Norwegen hier nicht wirklich umhauen gerade. Aber es gibt hier ein Naturphänomen, das ich mir auf jeden Fall nochmal angucken möchte. Das zeige ich euch morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.